Danke, danke, danke. 104 Kommentare auf den letzten Artikel, der Vergleich zwischen DKB Inc. und COMDirect, diese neuen Konditionen, die uns im Frühjahr erwarten. Wahnsinn, absolut klasse. Ganz mehrwertig, gehen Sie gerne unter den Artikel, wenn Sie den Artikel noch nicht kennen. Video letzten Sonntag drin, Artikel vorgestellt mit persönlichen Anmerkungen. Hier der Vergleich dazu. Viele kennen das schon, deswegen in diesem Video gehe ich auf ein Jahr beispielhafte Kommentare ein. Ja, und hier Jürgen sagt, bin von der COMDirect sehr enttäuscht. Die Commerzbank-Manager müssen echt verzweifelt sein. Man hätte ja auch die Commerzbank an die COMDirect anpassen können und nicht umgekehrt. Auf mittlere Sicht werde ich das Girokonto dort wohl kündigen. Leider muss ich erst einmal die ganzen Verbindlichkeiten umstellen, die derzeit noch darüber laufen. Das Depot der COMDirect halte ich im aktuellen Umfeld mit zu hohen Preisen, die aufgerufen werden, für nicht konkurrenzfähig. Es gibt zunehmend sehr günstige Broker, deren Funktionsumfang stetig wächst und bald die alten und bald den der alten Banken erreicht haben wird. Kleiner Hinweis, ja, der aktuelle Artikel, Video sehen Sie nächste Woche, beschäftigt sich mit einem so beispielhaften Vergleich zwischen quasi alter herkömmlicher Direktbank und einer, ja, Neobank mit Depots. Wenn Sie mögen, klicken Sie auch unter dem Video, ist hier schon mal verlinkt. Gut, weiter geht's. Die Inc. hat den Zeitgeist erkannt und zieht mit. Meine Sparpläne werde ich daher auch von der COMDirect zu Inc. übertragen. Michael antwortet darauf hier: Bei der Inc. muss man beachten, dass jetzt beim Verkauf von Fondsanteilen relativ hohe Gebühren anfallen. Ergo habe ich meine Fonds an eine andere Bank transferiert. Wie es bei den ETFs aussieht, weiß ich nicht. Was wir hier schon sehen, wir werden es in den weiteren Kommentaren noch sehen, ist, aktuell befinden sich Bewegungen, dass man von einer Bank zu anderen umzieht. Und was ich natürlich sehr geschickt finde, weil es auch unserer Philosophie der Flaggentheorie, ja, wer nicht ganz genau weiß, was mit dem Begriff auf sich hat, gerne auch unter das Video machen, werde ich dort auch verlinken. Flaggentheorie umsetzt, also Konten bei mehreren Banken hat und dort das nutzt, was gerade wirklich zu einem passt und das andere bei einer anderen Bank nutzt. Das ist im Gegenteil, dass man quasi ein Kompromissleben führt, ja, dass man alles nur mit einem Bankpartner halt abwickelt. Gut, schauen wir weiter. Ich habe mir noch rausgesucht, vielen Dank dafür, den Markus. Markus schreibt, für mich ist die DKB immer nur immer die beste, ja, noch immer die beste Direktbank, dass man bei Aldi mit einer Visa-Card auch Bargeld abheben kann, ist mir neu. Bisher war das nur mit der Giro-Card und der Mastercard möglich. Ja, lieber Markus, das hat mich, hier sieht man auch die Diskussion darunter, ne, Austausch sehr, sehr, sehr angenehm, auch überrascht. Das war mich ein Zufall. Ich war bei Aldi Süd und wollte es mit der Mastercard testen, weil ich davon gehört habe, dass das ging und dann hat das mit dem PIN nicht funktioniert. Es war halt eine neue Karte. Und dann habe ich einfach aus Gewohnheit meine DKB Visa Card genommen und ich hatte ja noch im Programm drin, dass ich noch Bargeld abheben wollte. Also es war in der Kasse noch drin und schwuppsiwupps, es war durchgezogen und die Frau gab mir das Bargeld aus der Hand und das hat funktioniert. Von daher, also einige haben es hier auch ausprobiert, bei Aldi Nord funktioniert es nicht. Denn ja. Vielen Dank an jeden, der angeregt ist hier von unseren Artikeln, von unseren Videos und dann Dinge ausprobiert und umsetzt. Dann habe ich noch rausgesucht hier den Meinolf, dass sich die Bankenwelt ändert und Konditionen zu unseren Ungunsten angepasst werden müssen, ist anhand der Rahmenbedingungen zum Teil nachvollziehbar. Nicht nachvollziehbar sind die Entscheidungen der Verantwortlichen bei der Commerzbank, die kommen direkt in der jetzt bekannten Art und Weise migrieren und die Konditionen derart verschlechtern. Das Ganze erinnert an die Netbank, die nach dem Verkauf an die Augsburger Aktienbank im Markt so gut wie überhaupt keine Rolle mehr spielt. Und selbst die Augsburger Aktienbank kämpft ums Überleben. Ja. Ich habe den Eindruck, dass den Verantwortlichen bei der Commerzbank der Weitblick für die Markt- und Kundenanforderungen wirklich fehlt. Ja, das ist eigentlich im Prinzip auch ein kleiner, schöner Rückblick. Die Netbank hatten wir vor ein paar Jahren selber noch im Programm gehabt, als eine, auch wenn nicht unbedingt wunderbare, aber eine funktionale Bank, wo man auch als Selbstständiger, als Freiberufler ein Girokonto sehr einfach führen konnte, was kostenfrei ist. Und ja,
Heute, die Netbank, ich habe schon lange nichts mehr davon gehört. Gibt es die überhaupt? Das spielt keine Rolle mehr am Markt. Das ist ganz gut geschrieben, weil sie hat, was ich noch nicht gesagt habe, sie hatte Stück für Stück dann, also sie wurde dann verkauft, ja, also hier auch an die Augsburger Aktienbank, ja, und Schritt für Schritt wurden dann die Konditionen verschlechtert und so ist es gerade auch bei so Internetbanken, ja. Kunden sind da wechselwilliger als bei einer Sparkasse. Die, die von der Sparkasse wechseln wollten, haben es im großen Teil schon getan. Sind jetzt noch, gibt zwar noch Abgänge, ja, aber so die. Der Gro ist schon unterwegs und ja, wir sehen auch, es sind hier Bewegungen am Markt, ja. Gut, was haben wir noch? Jetzt muss ich mal gucken. Hier habe ich mir die Uhrzeit der Vorbereitung nicht aufgeschrieben, aber finden wir gleich. Genau, Schmitz. Vor einem Monat habe ich die DKB als Reisekonto zugelegt, Klammer Notfallkarte und so weiter, um die 700 € zu erreichen, habe ich meine Firmenrente auf die Abbuchung der Lufthansa-Karte. Mal gucken. War das das denn? Ah ja, genau. Auf die Abbuchung auf der Lufthansa-Karte. Ich gehe mal hier gerade ein bisschen weiter rüber. Mein kostenloses Commerzbankkonto ist für die monatlichen Abbuchungen und Renteneingang. Hier kann ich einzahlen, auch Münzen auszahlen, Fremdwährung erhalten. Mein Girokonto für mein Taschengeld und Depot kostenlos bei gleichzeitigem Girokonto bei der Comdirect. Ich werde das Depot und Girokonto bei der Comdirect auflösen und zur DKB wechseln. Ja, gut. Wir haben noch, Sie sehen es, wenn man jetzt hier auch weiter runterscrollt, noch mega viele Kommentare, Ideen, Hinweise und vor allen Dingen auch Wechselbereitschaft. So, oh, jetzt mal Julia kurz weg hier. Genau. Sie können herzlich gerne auch bis zum Ende scrollen und hier sich selber noch verewigen, indem Sie Frage, Text, Anmerkung reingeben, kurz Ihren Namen, kurz Ihre E-Mail-Adresse und könnten sich weiter benachrichtigen lassen, kann es aber auch jederzeit abmelden, das ist, wenn Sie Diskussionen verfolgen wollen. Und Sie können sich hier noch eintragen in unseren Smarte Bankkunden-Newsletter. Wir nennen den Sonntagsmail. Was man sieht, die Wechselbereitschaft. Das ist jetzt nicht für den ganzen Markt ja, charakteristisch. Viele sind natürlich nutzen das funktional passiv so ein Konto, beschäftigen sich nicht so viel. Ja, darauf setzen auch Banken, wenn sie Konditionen halt verschlechtern. Ach, der bleibt doch, der wird ja jetzt nicht wegen 1,90 € im Monat das Konto wechseln und so weiter. Und sie haben in vielen Fällen auch recht. Ja, was wir hier als smarte Bankkunden sehen, ist natürlich, dass wir uns mehr Gedanken machen und tatsächlich auch wechseln, beziehungsweise. Wenn ja auch die Frage ist, und ich habe es mich im Artikel geschrieben, deswegen scrolle ich hier gerade, ich habe es hier unten, aber ein Bild erklärt es wunderbar. Ich wechsle aktuell gar keine Konten. Ich brauche aktuell auch noch nicht mal neu aufmachen, weil ich schon sehr, sehr gut bedient bin mit sehr, sehr vielen Konten. Für mich ist dieses Bild hier charakteristisch. Solange man noch mit diesem einfachen Dreh, dass man das Geld im Kreis fließen lassen kann, ja, diese 700 € Bedingungen erfüllt, sind ja die Konten kostenfrei. Die DKB ist es auf jeden Fall. Die Ink auch damit. Bei der Comdirect würde sogar ein kleiner Sparplan, ich habe einen Sparplan zu laufen, sowieso schon ausreichen. Also bei mir ist es so, ich bleibe noch dabei. Ich werde natürlich über Video updaten, wenn sich das verändert, dass sich das dann auch verändert. Also ich habe ja nun eine ganze Handvoll, also mehr als 5 Girokonten, ja, ist tatsächlich um einiges mehr. Fokussieren tue ich mich natürlich hier für unsere smarten Bankkunden. Man kann ja nicht alles machen, wenn ich jetzt irgendwie erzähle, ich habe jetzt 10 Bankkonten, ja. Das ist ja, jetzt hilft es auch nicht weiter. Deswegen tue ich immer die, die ich am meisten nutze und auch für welche Zwecke. Das, wenn man nämlich hier auch raufklickt, kommt man natürlich auf die Seite hier auf unser Kontopaket Basis, wo dann auch nochmal genau erklärt wird, für was ich was halt nutze. Gut, wir sind im Video vorangeschritten. Eine kleine Bitte an Sie, wenn Sie auf unser Portal wechseln, können Sie super gerne, wenn Sie YouTube lieber mögen, auf YouTube kommentieren, da schaue ich auch gerne rein. Aber Sie sehen, hier ist tatsächlich mehr Energie drin, positive Energie vor allen Dingen auch, ja. Sie können gerne am Ende hier, auch wenn Sie gewechselt haben, wechseln wollen und sich Gedanken darüber machen, das hier posten. Das sieht dann so ein bisschen auch, dass wir sehen, in welche Richtung geht es für unsere Smartbankkunden. Mir ist vollkommen egal, was die ganzen Sparkassen und Volksbankkunden da halt machen. Und wenn sie auch schreiben, ja, haben wir immer wieder, ja, so kann ich mal als kostenlos sein. Man muss ja auch Gebühren zahlen, die Bank muss ja auch von irgendwas leben. Ja. Vergiss mal hat man einmal unter den Teppich gekehrt, wie Banken überhaupt Geld verdienen. Ja, da ist die Gebühren ist so ein bisschen das
um uns Bankkunden Augenwischerei zu betreiben. Ja? Und auf der anderen Seite, wir Bankkunden machen da nicht die Konditionen, ne? Sondern die Banken machen die Konditionen und wir gehen zu den Banken, da wo uns die Konditionen gefallen. Ja? Aber Sie können gerne das hier sich verewigen und dann sieht man ja auch, in welche Richtung könnte es jetzt gehen, wenn wir sozusagen die smarte Bankkundenwechselströme begleiten dürfen. Herzlichen Dank dafür. Wenn Sie mögen, an dieser Stelle nächsten Sonntag wieder ein neues Video und natürlich, falls Sie hier schon mit dabei sein, ein neuer Newsletter. Da können wir immer noch ein bisschen auf ein paar mehr Punkte eingehen und Sie suchen sich in jedem Newsletter natürlich raus, welchen Punkt für Sie besonders interessant ist. Herzlichen Dank. Mein Name ist Richard Banks. Bin hier angetreten, Ihnen sonntags ein bisschen Inspiration geben zu dürfen im Bereich von den persönlichen Finanzen mit Banken.